reichsten Kollegen ist, den ich habe, den Sascha Bayin. Jetzt schauen wir mal. Der Goyo ist gerade, ich weiß nicht, ob sein Goyo sein Internet gelegen ist oder an meinem. Den Sascha sehe ich schon wieder. Super, da ist der Goyo gleich. Goyo, kannst du mich jetzt ein bisschen besser sehen und hören? Und wie geht's deinem Essen? Jetzt bin ich wieder drauf, oder nicht? Du bist drauf und ich sehe dich super. Keine Ahnung, was da los war. Okay. Wir haben zu viele Kommentare bekommen, dann hat uns das Internet zusammengehaut. Okay. So sieht mein veganes... Der Christopher Schimpf schreibt hier gerade, unser Assistenzcoach, dass du dich ein bisschen beeilen sollst, bitte, weil die gleich zocken wollen um 19 Uhr. Naja. Liebe Grüße. Gut, du bist in der Kresse drauf, ja, dann haust du hier die Karte noch drauf und runter vielleicht noch, wenn du willst. Und dann aber bitte hinzoomen, wir wollen es ganz genau sehen. Vielleicht noch, habe ich noch was vergessen? Oder Dr. Kai Herold grüßen wir vom TC Große Seloe. Freut uns natürlich sehr, dass er zuschaut. Ganz leckeres Essen gibt es beim Goyo Kai. Und ja, der Christopher Schimpf fordert dich bitte nochmal auf, bitte Gas zu geben. Goyo, ja. Unglaublich. Goyo, das ist ganz, ganz großes Kino. Sensationell. Ja, ich werde das jetzt mal genießen, ne? Aber ich höre euch noch. Ja, noch Goyo, fragen, Chapeau. Schick mir eine Anfrage. Chapeau. Ganz stark. Lass das schmecken, gell? Danke, danke. Schauen wir mal. Ich schaue da nur kurz zu, wie du das isst. Das ist wirklich so gut schmeckt. Mein Brot. Das habe ich eigentlich vorher auch noch im Ofen gehabt, das schön groß ist. Oh, sensationell. Das war meine erste Live-Postsendung, ja. Goyo, du hast es super gemacht. Das nächste Mal machen wir dann live Cappuccino mit dir. Na, ne? Ganz wichtig, siebzige Maschine. Perfekt. Dir geht's gut, Goyo, das wissen wir. Das war mal schön zu sehen, wie es bei dir daheim ausschaut. Das hat mich auch interessiert. Ciao, ciao. So, kochen mit Goyo. Das hat auch Spaß gemacht. Das haben wir so auch noch nicht gehabt. Nächstes Mal trinken wir einen Kaffee mit dem Goyo. Und jetzt, super. Freut mich, dass er da ist. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass Sascha vielleicht nicht dran denkt, dass wir Zeitumstellung hatten letzte Nacht, weil er vermutlich in Amerika ist. Sascha, ich habe befürchtet, du bist oben ohne, aber nicht ganz, oder? Nee, ich habe, Bruder, ich bin in Florida. Ein Tanktop ist alles, was man hier braucht. Ey, ich habe gerade gesagt, WTA-Coach des Jahres 2018. Alter, ich lese mal ganz kurz vor. Ja, du warst Hitting-Partner von Serena Williams. Dann warst du mit Wim Fisset Trainer von Victoria Azarenka, hab die zur Nummer 1 geführt. Warst mit Caroline Wozniacki, auch sie zur Nummer 1. Und dann als... Mika war Nummer 3, Caroline war Nummer 2. Ja, es hat sich angefühlt wie Nummer 1, Sascha. Aber vielen Dank, dass du es korrigierst. Die Caroline wurde aber danach noch Nummer 1 mit den Punkten, die ihr geholt habt. Ja, die hatte dann Australian. Ja, wir haben ja im, also was heißt wir haben, sie, aus welchem Grund auch immer, wollte halt damals einfach nicht weitermachen im Dezember, beziehungsweise für die neue Saison, aber sie hat halt dann noch, klar, sie hat ja dann noch, schreibt unten irgendeiner, Serena Williams ist mein Vater, sorry. der Chat ist Wahnsinn, echt. Ich muss gestehen, ich habe auch vorhin die ganze Zeit fast mehr auf den Chat geschaut, als auf dich, ja, sie tut mir leid. Also aber, du hast Spaß hier. Ja, ich habe richtig Bock auf die ganzen Sachen. Wir gehen es gleich chronologisch durch. Ich wollte es nur kurz mal anmoderieren, weil du 90% kennen dich, aber wer es noch nicht weiß, dann kam Naomi Osaka, die hast du übernommen, aber die hast du dann zur Nummer 1 gemacht. Ja, genau. Und 2 Grand Slam-Titel gewonnen. Die haben wir mit der als Team, ja, waren wir dann, ja, von 72 sind wir auf 1, genau. Und ja, und dann halt danach mit Kiki, mit Kristina Mladenovic, dann noch von April bis, ja, Ende letzten Jahres halt einfach. Und jetzt bin ich mit Diana und jetzt bin ich hier in der Küche und rede mit dir. Aber jetzt fang mal an, wie ging das los? Wie kam das mit Serena zustande? Ich habe mal einen Anruf bekommen, Samstagnacht, Sonntag früh. Also war ich war sogar unterwegs mit einem Kollegen, ein bisschen was trinken. Und bei ihr ist halt immer so, in ihrem Team ist immer alles last minute und dann wollte sie mit mir am Sonntag früh schon spielen. Dann habe ich sogar erst Nein gesagt.
Dann hat ihr alter Sparringpartner, der Jovan, weißt du, da ist ja in München, den kennst du auch, oder? Jovan Zabel? Ich kenne Jovan, ja, erklär's nur den Zuschauern, ich kenne die Geschichte, ja. Ja, das alter Sparringpartner von ihr, und dann hat der mich halt, nochmal zurückgerufen und hat gesagt, nein, pass auf, das sollst du machen, hin und her, gute Gelegenheit. Weißt du, ich habe ja auch nur Stunden gegeben, Preisgeld-Turniere gespielt, ich habe Tennisnetze aufgebaut für 50 Dollar, weißt du, 50 Euro, ich habe Bäume weggehackt, Mann, ich war wie ein Hausmeister. Ich war wie ein Hausmeister an der Tennisanlage. Normal, hasse. Du hast aber sehr gut gespielt in der Jugend. Also es war schon die Möglichkeit auch für dich, professionelle Karriere. Ja, klar. Also die Ambition war da von mir selber. Ich habe ein paar gute Leute geschlagen. Ich habe mit 14, ja okay, so 13, 14, aber weißt du, wenn es genau richtig anfängt, dann richtig, wo du richtig Gas geben musst und nicht wirklich noch mehr professionell einzustellen auf das Ganze, da habe ich dann wirklich weggelassen und mit dem Tod meines Vaters ist das alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, so ein bisschen die Kontrolle verloren, das Konzept und alles. Und dann halt mehr von den Sachen gemacht, die nicht so gut sind, wenn du professioneller Tennisprofi werden willst. Und, aber viel gelernt in der Zeit. Ja, sehr viel gelernt, unglaublich. Also es sind alles keine Fehler, das sind alles nur Lessons learned. Und ich sehe das wirklich auch so. Und ansonsten wäre ich nicht hier. Und das passt alles. Also ich bereue nichts. Mit Serena dann, ich habe sie ja immer verfolgt auch, war damals selber noch Doppelspieler, also noch gar nicht als Kollege, sondern als Doppelspieler. Frisur sitzt, genau das haben wir auch gerade gesehen. War schon anspruchsvoll mit ihr zu trainieren, aber ihr habt euch auch sehr, sehr gut verstanden, hatte ich das Gefühl. Ja, sehr. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo ein höheres... also ich weiß jetzt nicht, einen höheren Druck irgendwo gibt nonstop als mit Team Serena. Also da ist ja, egal was man macht, es muss halt alles immer perfekt sein. Weißt du? Du musst halt immer irgendwo einen Schritt vor ihr denken, wenn es geht. Weißt du, weil du halt auch nicht willst, dass... Ich glaube fest daran, dass meine Spieler, die haben halt alle, jeder Mensch hat einen gewissen Energiegrad, den du heute hast. Weißt du, du hast 100% von dir selbst zur Verfügung. Und wenn du dann 5% hier verschwendest, 10% da verschwendest, wieder 8% da... Dann hast du halt nur, was weiß ich, 60 left, um wirklich auf dem Platz alles zu geben. Und deswegen, hey, Diana. Hello, Diana. Die spricht sogar Deutsch. Die kannst du mal einladen. Diana kannst du mal einladen. Aber auf jeden Fall. Fantastisch. Ja, und dann da mit Serena halt wirklich, da muss halt alles sitzen, weißt du. Da kann es nicht sein, dass sie mal eine Minute auf ein Auto wartet irgendwo oder dies nicht hat oder das nicht hat. Und das ist halt Pressure, weißt du. Und das ist halt einfach Druck da. Aber auch Erfolgsdruck, klar, wenn die einen Satz verliert, ey, ich bin auf der Tribüne, ich schaue mir jetzt zu, da verliert sie einen Satz gegen, yes, you understand, don't say bye-bye. Da spielt sie einen Satz gegen wen, dann verliert sie den ersten Satz oder liegt 4-1 hinten mit Break. Weißt du, dann kriege ich 10.000 SMS und schon, hey, was ist mit Serena los, weißt du, warum spielt sie so schlecht? Ah, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich nicht sage, allen Mann, weißt du, entspannt euch mal ein bisschen. Das ist zwei Matches, zwei Sätze ist ein Match, weißt du, sie hat noch nicht mal den ersten Satz fertig gespielt. Und ja. War das aber im Nachhinein das Beste, was dir passieren konnte, mit Serena zu starten, weil man auch in der Konstellation am schnellsten lernt? Ja, das ist quasi echt, wie mein Daddy damals gemacht hat. Der hat mich einfach genommen und einfach ins Meer geschmissen und hat gesagt, jetzt lernst du schwimmen so ungefähr, weißt du? In die tiefen Wässer gleich. Aber ist gut. Also ist, ich bereue wirklich nichts. Ich habe so viel von ihr gelernt. Es war hart, aber ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich es nochmal machen, 8 Jahre? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe 8 Jahre gemacht. Ich dachte, Ich bin mir echt nicht sicher. Wenn ich jetzt heute vor der Entscheidung stehe, weißt du, ich damals 22 war, ich 22, das ist 4 Jahre her. Wo ich 22 war, wenn mir einer sagt, pass auf, wenn ich jetzt weiß, was kommt und ich das ganze 8 Jahre, weiß ich nicht, ist echt hart. Das ist echt hart. War gut, war richtig gut und ich habe mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin, aber ja, war hart. Nein. Ja, aber Sascha, dann dachte ich ja, 8 Jahre Serena, jetzt lässt es mal ein Jahr gut gehen, ein bisschen Jetski fahren, ein bisschen pumpen, ein bisschen am Strand liegen, aber dann kam relativ schnell schon die nächsten Anrufe. Wie ging es weiter? Ich mag, mir gefällt es einfach zu gut. Also, mir taugt das alles zu sehr. Ich habe so viel Bock. Ich bin hier in meinem Haus. Ich bin hier seit 6 Jahren, jetzt habe ich ein Haus hier. Ich habe die Gästezimmer noch nicht richtig fertig. Da fehlt noch ein Vorhang oder irgendwo was. Oder da, weißt du, da ist noch dies nicht fertig, das nicht fertig. Und ja, es ist einfach nur Arbeiten, Reisen. Ich bin auch einer von denen, der wirklich nur Bock hat, Fulltime auf der Tour zu sein, weil ich die ganze Verantwortung übernehmen will. Ja.
Aber deswegen dieses Ganze so 20 Wochen oder 25 Wochen, so bin ich nicht. Entweder all in or nothing. Wo wohnst du jetzt genau? Wo bist du jetzt genau? In Palm Beach Gardens. Ich bin 5 Minuten von Serena weg. Ich habe mir damals hier meine alten Chefin habe ich mir was in der Nähe, habe ich glücklicherweise was etwas billiger bekommen in der Nähe bei ihr. Da bin ich nicht zu weit weg. Wer kam nach Serena? Victoria Azarenka, richtig? Genau. Nach Serena kam einen Monat später kam Vika, da kam Anruf gleich, weil ich nicht in Australien damals war. Mit ihr 2,5 Jahre dann rausgefunden, dass sie halt schwanger wurde. Ja. Weißt du, okay, war von einem Tag auf den anderen halt wieder nichts, war ein bisschen schwer, aber okay, dann mit Sloane Stephens sogar unterwegs gewesen, 6 Monate, aber dann haben wir nur Rehab gemacht, weil die konnte nicht spielen, die war verletzt, hatte eine Fußball. Da haben wir uns in Sydney einmal gesehen, da wollte sie spielen, konnte dann aber glaube ich nicht, weil sie verletzt war, da glaube ich haben wir es. Ja, genau. Da sind wir echt nach Sydney geflogen für 3 Tage, hat sie gesagt, es zwickt noch immer im Fuß und dann sind wir wieder zurückgeflogen, schade. Ja. Ist okay, aber haben wir halt 6 Monate, 7 Monate kein Turnier mit ihr gehabt, ist auch so talentiert, die Kleine, Und dann, und dann mit Caroline unterwegs gewesen. Ein Jahr lang. Geil, auch richtig geil. Und wir hatten sieben, was schreibt der Hannes, Alter? Echt. Und, mega, mega professionell auch, ne? Mega professionell. Ja, Caro ist eine echte Sportsfrau. Also, die lebt es wirklich, die ist ja richtig professionell. Aber das weißt du, das ist ja meine meisten so, die Spielweise, wie sie haben, die halt nicht wirklich dieses Talent haben und dann wirklich die Möglichkeit haben, den Punkt irgendwie auf sich selber arbeiten, die müssen halt richtige Arbeitstiere sein, weißt du, anders geht es halt einfach. Und dann war es immer so, weißt du, in der Szene hast du unglaublich viel Respekt bekommen, weil jeder gesehen hat, wie sehr du dich drum kümmerst, mit wie viel Energie du am Werk bist, wie professionell du bist, aber es war immer noch so, dass der eine oder andere gesagt hat, ja, aber da war er in der zweiten Reihe, da war der Hitting-Partner und dann kam Naomi Osaka. Und dann konnte keiner mehr irgendwas sagen. Erklär nochmal, wie kam das zustande? Warum hast du dich für sie entschieden? Und ich wollte sogar aufhören zu reisen nach Naomi und hier in Palm Beach ein bisschen Stunden gehen, weil die letzten 3 Spielerinnen, weißt du, so mit Vika schwanger, was ja, wie gesagt, völlig okay, auch wenn sie mir nicht gesagt hat, wie das alles dann immer endet, weißt du, so, sie hatte mir damals nicht gesagt, sie ist schwanger. Ich habe mir irgendwie Gedanken gemacht, habe ich irgendwas falsch gemacht, hätte ich irgendwie was mehr machen sollen von irgendwem anders oder so nicht. Und dann hat sie mich gehen lassen, was ja okay ist. Und dann mit Sloane verletzt geworden, dann Caroline wollte nicht verlängern, weißt du, wir haben uns auch nicht gestritten, wir hatten ein gutes Jahr und so. Und da wollte ich schon nicht mehr reisen, weil ich, weißt du, ich investiere halt viele Emotionen und so, und da wollte ich nicht mehr reisen. Aber dann hat Naomi angerufen und ich bin ja nur 30 Minuten von ihr, weißt du. Ich bin ja nur 30 Minuten von hier und habe mir gedacht, ja, schauen wir mal an, gehen wir mal, we give it a try. Und habe halt gleich gesehen, wie sie spielt, was sie für einen Ball schlägt und holla die Waldfee, Alter. Und dann hat's Indian Wells gewonnen, dann hast du schon gewusst, ihr seid ganz nah dran und dann ist das Ding halt durch die Decke geschossen. Genau. Hat dich selber überrascht, wie gut sie dann gespielt hat oder hast du das so irgendwo auch geplant gehabt? Nein, überrascht nicht, Herr Busbons gerade. Nein, weil ich glaube, da bin ich ein bisschen zu verwirrt gewesen, was die ganze Vorgeschichten von mir angehen, dass ich wirklich durch Serena, durch Caroline, durch Vika immer Spielerinnen irgendwo hatte, bei denen das ganz normal ist, dass wir auf ein Turnier fahren, um das zu gewinnen. Und wenn dieser Mindset wirklich komplett normal wird, dann glaube ich, nimmst du das irgendwie auf und kannst es dann irgendwie wieder weitertragen, weißt du? Und da glaube ich halt, da habe ich so ein Gefühl entwickelt, ich glaube wirklich, ich weiß nicht, ich habe da nicht die Einstellung, dass ich mir dann irgendwie großartig jetzt für meine Spielerin auf Viertelfinale Theater irgendwie oder Gedanken mache oder irgendwie sowas, heißt. Und deswegen habe ich das der Naomi auch gesagt. Ich bin davon fest überzeugt, dass sie Nummer 1 der Welt werden kann. Ob das jetzt dieses Jahr ist, nächstes Jahr, ist mir relativ unwichtig. Wir passen nur darauf auf, dass wir immer die richtigen Entscheidungen treffen und dann alles andere kommt so mit sich, weißt du? Und das war mir halt wichtig. Emotional, US Open Finale Osaka gegen Serena Williams, war das das emotionale Highlight in deiner Karriere? Ja, ich glaube, nicht nur in meiner. Meine Mom ist ja rübergeflogen gekommen für das Finale auch und sie hat auch gesagt, sie hat sowas noch nie erlebt und ich habe nicht geweint am Ende, ich habe nur so Hausstauballergie und ich habe irgendeine Pollenallergie noch, wo dann am Ende jede Menge reingeflogen kam. Nee, war wirklich
war wirklich sehr emotional. War ein bisschen schwer, weil es halt Serena war, weißt du. Ja. Ist jetzt irgendwie so eine Geschichte. Und da muss ich ehrlich sein. Klar will man gegen seine alten Spielerinnen immer gewinnen. Aber dann, wenn man gewinnt, dann macht es das im Nachhinein irgendwie umso komischer. Und wenn man verliert, ist man irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß, ich kenne das Wort dafür nicht. Also es ist echt eine ganz komische Situation. Es ist echt unangenehm. Aber war krass. Ja. 35.000 Leute buhne ich aus, 30.000 Leute buhne ich aus. Und so. Also war schon... Du fühlst dann auch sehr mit, also du hast mit der Naomi mitgefühlt in dem Moment. Also das war. Ja, ja, ich war am Ende echt platt. Also weißt du, auch dahin, das haben Leute neben mir einfach gebuht. Ich weiß jetzt auch, dass die nicht die Naomi ausbuhlen, aber in dem Moment, weißt du, ist das alles irgendwie, das kommt alles irgendwie auf dich runter. Und ich war am Rande da irgendwie ein paar Jabs zu verteilen, schnell mal so bei 5. Auf Naomi war es stolz, wie gut sie damit umgegangen ist. Ja, aber da siehst du halt, weißt du, es gibt Situationen im Leben, auf die du dich selber einfach nicht vorbereiten kannst und das dir dann zeigt, hey, meine Mutter ist da, sie hat auch... ...vorbereiten kannst und dann weißt du einfach, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Weißt du, genauso eine Situation wie jetzt hier diese Coronavirus-Sache. Ich bin mir sicher, ja, dass viele Leute... Ey, viele Leute, weißt du, die brechen, wenn die da 2 Wochen, 3 Wochen nichts machen, dann rauskommen aus der Corona-Szene, weißt du, wirst du sehen, wie die einfach auf einmal 30 Kilo mehr haben. Deswegen, es gibt gewisse Sachen im Leben, auf die kann man sich nicht vorbereiten, auf die kann man nichts lernen. Und so wird auch geweint, okay, cool. Und alle haben sie geheult, Alter. Und das war so eine Situation. Und wenn du, wie du damit umgehen kannst, das wäre viel leichter gewesen für Naomi, das wirklich irgendwie einzubrechen, nachzugeben, aber sich da zu beweisen vor den Augen der ganzen Welt und auf der größten Bühne gegen ihr Idol. Boah, weißt du, dann wird so ein Australian Open-Sieg einfach nochmal ein Tick leichter, wenn du bei dem US Open davor 3 Monate verstanden hast. Weißt du, was soll denn dann noch kommen? War US Open Sieg war überraschender für dich als der Australian Open Sieg, weil wir haben es die Woche auch schon von Boris Becker gehört. Der erste ist der schönste, der zweite ist der schwierigste. Das hat Boris Becker hier im Gespräch gesagt. Fand ich total interessant. Würdest du es so unterschreiben? Ja, in US Open war schon was Besonderes, muss ich zugeben. Aber dann ich finde so jeder Eigner hat seine besondere Art. Ich würde es nie so wirklich kategorisieren. Jetzt klar, ob du jetzt wie Serena 23 hast und das vielleicht dann der 18. der irgendwo untergeht, kann ich mir auch vorstellen, aber hier jetzt zum Beispiel, also bei uns da als Serena zu schlagen, US Open unglaublich massiv, huge, erste Grand Slam Sieg, aber dann Australian Open, du gewinnst einen Grand Slam und wirst die Nummer 1 in der Welt, weißt du, wie geil ist das denn? Nicht, dass jetzt irgendwer im Viertelfinale von irgendeinem 250.000er Turnier verliert und du übernimmst die Punkte, sondern du gewinnst gegen die Spielerin, die auch die Chance hat, Nummer 1 in der Welt zu werden. Petra Kvitova war auch eine geile Spielerin und dann wirst du Nummer 1. Das ist halt geil. Mic-Job, Baby. Und dann die große Stärke, ich finde, die große Stärke von dir ist, dass du zu 100% authentisch bist. Also du coachst so, wie du bist. Wer würdest aber sagen, hat dich da jetzt am meisten geprägt, dass du da bist, wo du jetzt bist? Waren es früher Trainer, die du hattest? War es vielleicht Serena? Ja. Waren es Trainer, mit denen du später auch noch zusammengearbeitet hast? Wie würdest du das beschreiben? Ah, das muss ich meinem Vater zugeben. Also mein Vater... ich habe sehr viel Zeit mit meinem Vater verbracht. Weißt, ich war vor klein an immer mit ihm zusammen. Und wir haben Papa ist gestorben, als du 15 warst, Sascha, richtig? Der hat einen Unfall gehabt. Halt genau, Autounfall. Und ich habe, Vater war Vorbildfigur für mich. Weißt, er war riesig, er war groß, er war stark. Ich dachte, es wäre der größte Mensch auf der Welt. Weißt du? Und der hat mir, sein Coaching-Style und wie er halt war, weißt du, und sehr authentisch auch. Und ich sag mal so, ich glaube, um das jetzt irgendwie vorsichtiger zu sagen, ich glaube, diese ganzen Ostblock-Mentalität so von mir heute, die ganzen Jugos und Russen und so, ich glaube, die sind da ein bisschen ehrlicher in ihrer Angehensweise und haben halt vielleicht nicht so dieses Feingefühl beim Coachen, wenn sie halt was sagen müssen. Weißt du? Und da finde ich, das habe ich so von meiner Mutter, dass ich da ein bisschen einfühlsamer bin und dann das Impulsive oder diese totale Ehrlichkeit von meinem Vater, wo ich dann sage, wenn etwas nicht passt oder so, weißt du, dann sage ich das halt auch einfach. Oder wenn wirklich, wirklich was gut ist, muss man das ja auch sagen. Und, meine Mutter gibt mir recht. Sie sagt, ja, der hat alles verstehen. Ich finde es total schön, dass deine Mama schreibt, ganz ehrlich. Das ist, ich bin begeistert, dass sie das überhaupt rausgefunden hat. Liebe Grüße auch an meiner Stelle.
Ich habe sie, glaube ich, in Charleston mal gesehen, als du mit Caroline warst. Kann das sein? Ja, ja, da war die da. Ja, die ja fand ich super, weil sie natürlich auch immer mitfiebert und ihr euch super versteht. Also das war, ja, ist eine tolle Beziehung, muss ich sagen. Also ja, ganz Mama, eine tolle Mama hast. Meine Mom, danke. Mom ist Beste. Mom ist Maschine. Sascha, das waren jetzt so die Highlights. Dann ein Moment, ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich weiß auch nicht, ob du zu viel dazu sagen willst oder lieber auch nicht. Dann hast du zwei Grand Slam-Turniere gewonnen mit der Naomi. Die ist Nummer 1 der Welt geworden. Und dann kam die Trennung. Hast du das gespürt? Kam das aus heiterem Himmel? Was ist dort passiert? Ja, ich will jetzt auch nicht, also ich will nicht wirklich zu sehr über die ganze Situation reden, weil die schon so ausgekaut ist. Ja. Ich, nur kurz, um es nochmal so irgendwie zu refreshen alles. Ich war überrascht davon, klar. Mhm. Also auf jeden Fall. Und aber bei ihrer Entscheidung muss ich respektieren. Ich habe davor auch, es sind immer wieder solche Situationen und deswegen ist es halt so eine Sache, die mir halt so ein bisschen so dann, es raubt halt einfach und weißt du, du steckst halt irgendwas rein und du verlierst mit jeder Spielerin einen kleinen Teil von dir irgendwie, so sehe ich das halt immer. Ja. Und da mit Naomi habe ich sehr viel reingestellt, weißt du, wir waren 13 Tage von November bis November war ich 13 Tage ohne sie, in einem ganzen Jahr. Selbst wenn wir Tage frei hatten, weißt du, dann habe ich sie gesagt, komm, lass irgendwas machen anders irgendwo draußen. Habe ich sie mal Jetski fahren genommen oder irgendwas. Aber Sascha, das war Teil von der Coaching-Strategie. Also die ging es ja auch darum, ihre Persönlichkeit so zu entwickeln, dass sie bereit ist. Absolut. Glaub mir, ich hätte nichts lieber gemacht, als mich hier an meinem freien Tag, in meinem freien Haus zu verbarrikadieren. Wie der Goyo vielleicht kein vegetarisches Tofu kochen, aber ein Steak in die Pfanne hauen oder irgendwas. Und dann halt, weißt du, einfach mal mich machen. I do me. Aber ich habe gesehen, dass Naomi so dieses Soziale fehlt. Das hatte sie nie gelernt, das hat sie nie gehabt. Die war völlig schüchtern abseits des Platzes. Dann, glaube ich, hat das auf dem Platz irgendwelche negativen Auswirkungen auf sie gehabt, weil sie nicht rausgehen konnte und alles und so aus sich selber. Und da war das halt wichtig für sie, dass sie lernt, dass ey, die Welt ist nicht gefährlich, die ist nicht schlimm. Und ja, das war schon wichtig. Da habe ich diese ganzen kleinen Betten gemacht. Sie ein bisschen, die brauchte Spaß, die hat keine Freunde gehabt und so. Weißt du? Und dann habe ich mich dafür geopfert. War das sogar das, was am schönsten war, zu beobachten, wie sich die Persönlichkeit dann auch deiner Spielerin öffnet und so entwickelt, wie du es dir vielleicht irgendwo auch erwünscht hast? Ja, weißt du, ich bin so tennisfixiert. Ich bin so ein kranker Typ, dass das einfach, da muss ich gestehen, was auch immer. Ich werde ja, weißt du, wir Trainer haben einen Job. Wir werden bezahlt nach unserer Leistung. Ja. Die wir die letzten 2-3 Jahre bringen. Weißt du, du kannst das meiste Wissen haben, was du willst. Du kannst 150.000 Bücher geschrieben haben. Und wenn du mit deinen letzten 2-3 Spielerinnen keinen Erfolg hattest, dann kannst du einfach nicht so viel verlangen. So, also Erfolg ist schon wichtig in unserem Beruf. Dass du nicht ein totaler Idiot bist und ein Ohrschloch, wie man so sagt, weißt du, das muss man ja nicht sagen. Das ist ja für die normale Welt auch klar. Also um Gottes Willen. Ja, ich bin jetzt in meinem Privatleben auch kein Assi, der jetzt hier irgendwie Leuten verteilt. Also du musst ein normaler Mensch sein und du musst halt Glück haben im Erfolg. Und das ist halt schon ein sehr erfolggetriebener Beruf bei uns auch. Weißt du? Weißt ja selber, dann hast du vier, fünf Turniere, erst Runden pleiten, auf einmal heißt schon, ja, vielleicht, weißt du, Trainer hier, Trainer dies. Aber nee, mit ihr war es wirklich schön. Ich habe nur darauf geachtet, dass erste Nummer eins, dass sie erfolgreich wird und dass wir es irgendwie hinbekommen, Spaß bei der Sache zu haben, weil das halt wirklich auch wichtig ist, weißt du, und da ich es halt wirklich liebe, glaube ich, fällt es mir leichter, das Ganze ein bisschen zu vermitteln, weißt du, weil wenn du wirklich etwas liebst, dann wirst du auch gut in dem. Und dann das ist immer das Gefühl auch, was ich bei dir hatte, dass du liebst das Reisen, du liebst Tennis, du liebst auch die Sachen weiterzugeben, du hast auch dieses Empathische, finde ich, bist du unglaublich gut, auch in dem Danke. Bei der WTA-Tour, Gott sei Dank, dass wir auf den Platz gehen können und auch On-Court-Coaching machen können, was ich zum Beispiel super finde. Wie stehst du dazu? Ja, ich bin ja einer der Verfechter, der eigentlich gegen darf. Okay. Ja, ich bin eher so der Lone-Wolf-Type-Guy. Also ich finde halt, weißt du, wir bereiten sie so sehr vor, wie es geht auf dem Platz. Und dann finde ich halt, sollte es auf dem Platz wirklich alleine passieren. Weil ich halt einfach glaube, dass halt heutzutage viele Eltern, Trainer einfach overcoachen. Und dann einfach, weißt du, das Denken der Spielerin oder dem Spieler einfach wegnehmen selber. Und ich finde halt, die müssen alle Menschen müssen einfach viel bessere Problemlöser werden, für sich selber ein bisschen mehr denken. Und wenn du 3-4 Matches deswegen verlierst, na, ist es ja okay, weißt du, du gehst 2-3 Schritte zurück, aber dann gehst du wieder 5 nach vorne. Und ich glaube, das wäre mir so ein bisschen mehr.
Also, aber klar, ich kann verstehen, für einen Fan ist das geil von außen, die Interaktionen, was der Trainer sagt, was er nicht sagt, wie er denkt. Aber ich weiß nicht, ob das so die beste Lösung ist. Vielleicht gibt es da eine andere Methode, um dieses On-Court-Coaching irgendwie zu machen. Weißt du, die haben das doch probiert mit dem Headset oder so. Das war doch ganz halt wie beim. Welches Turnier war das jetzt? Entschuldigung, das weiß ich gar nicht mehr. Das war die ATP, das Next Gen. Next Gen war es. Wo der Spieler da sitzt, genau. Und dann können sie so kommunizieren. Du, da können wir uns mal austauschen. Da können wir einen separaten Videoblog mal machen, nächste Woche oder in zwei Wochen. Wir werden noch viel Zeit haben die nächsten Wochen. Ja, da können wir wirklich mal drüber diskutieren, so von Trainer zu Trainer, welche Möglichkeiten das da gibt. Klar, lass mal. Ich glaube, mein Terminkalender, ich müsste mal reinschauen, aber der ist relativ offen, die Tage. Du, ich will dich noch nicht rausschmeißen, gell? Ich will noch wissen, hier Kiki Mladenovic ganz kurz und dann zu Dajana Jastremska, weil ich finde, es ist eine unglaublich interessante Spielerin. Dajana ist eine Maschine. Ja, ja. Was willst du wissen? Ja, Kiki, wie die Sache abgelaufen ist. Ja, nicht wie es abgelaufen ist, nur kurz wie es war. Gute Zusammenarbeit und sicherlich auch wieder was gelernt in der Konstellation. Absolut, ey. Wie in jeder Beziehung, die du angehst, ich lerne immer mehr über mich selber als über meinen Partner in der Richtung, weißt du, und es geht im Tennis genauso, weißt du, es ist ja allein schon, bei uns ist es ja auch so, weißt du, wenn jetzt Kiki das gleiche Problem gehabt hätte, sagen wir jetzt mal Tennis und tennisspezifisch wie Naomi, heißt ja nicht, wenn ich der Kiki genau das gleiche sage wie der Naomi, dass es sie genauso aufnimmt und dann umsetzen kann, weißt du, es gibt ja tausende Wege, um das gleiche zu erklären und da auch mit Kiki, wir hatten guten Erfolg. Wir haben hart gearbeitet. Wir haben auf Mitte 30 irgendwo aufgehört. War auch hinter 70, wo sie angefangen hat. In fünf, sechs Monaten gute Ergebnisse gehabt und so. Aber ich fand halt, und da habe ich auch zugegeben, das war ja meine eigene Entscheidung zum ersten Mal in 13 Jahren, dass ich als Trainer jetzt jemanden verlasse, was mir auch sehr schwer fiel, weil ich mag die Familie. Ich kenne die Familie schon lange genug, mit dem Bruder sehr gut befreundet. Aber ich denke halt, dass als Trainer und Trainerspieler dachte ich halt, dass Dajana für mich selber einfach ein besseres Match ist, sozusagen. Weißt du? Und das war dann aber klar, also du wusstest dann eigentlich schon, also wenn du die Dajana trainieren kannst, wenn es die Möglichkeit, dann willst du das machen. Also das ist. Nein, wusste ich nicht. Ich will mal ganz ehrlich sagen, ich bin keiner von denen, der jetzt irgendwie hinterm Rücken. Sorry. Der jetzt hinterm Rücken irgendwie weiter andere Spielerinnen sucht, weil es mit der nicht gut geht. Nein, ich habe einen Vertrag mit ihr beendet und dann haben wir gesagt, pass auf, ich finde aus A, B, C, D und F für mich selber muss ich jetzt weiter. Es tut mir sehr leid. Ich wünschte, es hätte nicht dazu kommen müssen, aber es tut mir sehr leid. War auch echt schwer. Und dann habe ich geschaut und ich hatte ja, du bist ja selber auf der Tour, du bekommst ja nonstop Anfragen. Weißt du, auch im mitten im Mai kann jemand mal zu dir kommen und dich sagen, hey, pass auf, wie schaut's denn aus bei dir, meine Spielerin, nur dass du weißt, ein Agent, weißt du, der kommt und fragt mal nach. Also du weißt ungefähr, zwei, drei Namen sind jetzt da, aber ich bin nie der Mensch, der dann irgendwie jetzt Schluss macht und dann irgendwie schreibt, hey, suchst du einen Trainer? Weißt du, ja, nein, vielleicht. Also du bist nicht der Instagram-Chatter, der dann die Seiten anschreibt. Und null, überhaupt nicht. Ich habe Instagram erst seit einem Jahr. Ich habe Instagram letztes Jahr Februar erst gemacht. Also ich bin da, glaube ich, der most active Typ überhaupt und müsste eigentlich mehr machen, aber naja, ich komme schon langsam. Dajana Jastremska, ich finde, das ist eine unglaublich interessante Spielerin, wahnsinnig viel Energie. Sag mal, wie sieht da der Trainingsalltag aus? Du so viel Energie, sie extrem viel Energie. Super nette Familie hat sie, nette Schwester, die noch mal dabei ist. Erzähl mal so ein bisschen da, so wie das alles ausschaut mit ihr. Ja, geil. Also klar, absolutes Energiebündel. Und ist halt die komplette, complete opposite of von Kiki, weißt du so. Kiki ist halt eher so die Strategin. Jetzt komme ich aus einer Situation, wo ich viel mit Strategie arbeiten musste, die aufklären müsste über die Spielerin das, Gegnerin das. Und jetzt hast du eine wie Dajana, die halt wirklich, ich glaube, einfach nur auf sich selber fokussiert sein muss. Und wenn sie gut spielt, dann ist mir relativ egal, wer auf der anderen Seite steht. Und ja, die Familie ist geil. Schwester spielt auch Tennis, will auch Pro gehen, ist jünger, ist jetzt 13 geworden erst. Vater hat sie ewig lang trainiert und ist super cool. Und Mutter,
weißt du, Mutter ist fast so alt wie ich. Die ist 2 Jahre älter als ich, hallo? Du, ich dachte mir, es wäre die große Schwester, bis ich irgendwann mal mitbekommen habe, es ist die Mutter. Ja, Familie ist Wahnsinn, aber es ist völlig geil. Und die halten zusammen, sind sehr eng, haben eine gute Beziehung. Und ja, das macht mir riesen Spaß. Und ich habe immer, es ist immer leichter, mit jemandem zu arbeiten, den man eher bremsen muss, als pushen, weißt du? Oder sagen wir mal, nicht bremsen, sondern eher so in die richtige Richtung nur lenken, weißt du? Du musst nur die Barrikade Bescheid geben, weil die stand da auf dem Weg, weißt du so. Und deswegen läuft es ja. Und ich glaube auch für meinen Coaching-Style, für das, was ich gut kann, glaube ich, das ist halt genau das, was ihr fehlt. So, weißt du, ihr zu erklären, warum nicht mehr immer besser ist, warum in manchen Situationen tick weniger oder warum dies, warum jetzt das und so ein bisschen. Und da glaube ich halt, da bin ich ganz gut. Wie viel Kontakt hast du im Moment mit ihr? Beziehungsweise schickst du ihr Pläne oder seit im Moment macht sie ja alles? Nein. Ich war auch mit ihr jetzt seit November, wo wir angefangen haben, glaube ich, war ich auch wieder, Bruder, fulltime. Ein paar Tage ohne sie, wirklich nur ein paar Tage. Okay. Und, 5 Tage, glaube ich, so seit November, weißt du. Jetzt haben wir mal gesagt, pass auf, wir benutzen den Coronavirus einfach mal ein bisschen. Nein, aber ich gebe ihr einfach mal 10 Tage, 2 Wochen, weißt du, hat sie jetzt frei, soll sie sich genießen, den Urlaub, ein bisschen sich selber denken und einfach mal entspannen und mal die Zeit nutzen. Wenn du dich gehen lassen kannst, ein bisschen, dann jetzt als Spieler. Und life is all about timing und dann nutzen wir das doch jetzt einfach mal. Sascha, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich weiß, hast jetzt auch gleich noch was zu tun. Eine letzte Frage, weil das kam jetzt hier unten immer wieder in den Kommentaren. Warum hattest du ausschließlich WTA-Spielerinnen und noch nie Männer? Beziehungsweise ein Ausblick in die Zukunft. Würdest du das ausschließen oder kann es auch mal sein, dass du anders? Überhaupt nicht. Ich hatte sogar Anfragen von Männern und ich war auch fast da, nach Naomi, waren ein paar gute Angebote da. Aber es muss halt für mich passen. Ich unterscheide da nicht. Mir ist das egal. Und Mann, Frau. Hey, wenn ein Hund gut Tennis spielen kann, trainiere ich ihn auch. Ist mir völlig egal, weißt du? Aber ich meine es ernst, ist mir echt egal. Und es muss halt einfach nur passen, weißt du, so vom Menschlichen her. Und das Potenzial muss halt einfach da sein. Es muss halt einfach Sinn machen für mich, weißt du? Es geht also unglaublich wegen den Spielerinnen und Müttern. Ja, da bin ich ein bisschen verantwortlicher zum Glück, sorry. Es geht wirklich nur darum, die Spielerin einfach ein gewisses Potenzial haben muss. Ich muss mit der irgendwo reden können. Ich muss mit der in der Woche klarkommen können und mir nicht danach irgendwie selber mich so fühlen, als würde ich gegen eine Wand laufen wollen jeden Tag. Sondern es muss halt einfach passen, muss halt einfach Sinn machen. Aber ich bin immer für alles offen. Wie gesagt, Mann, Frau, Hund, Katz, Maus, mir egal. Solange ich reden werden kann, geben wir Gas, Alter. Das ist das Schlusswort. Sensationell. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt soweit. Ja. Was hältst du davon, wenn wir nächsten Sonntag 18 Uhr, weil scheinbar haben wir da alle wichtigen Zeit, deine Mama kann auch wieder zuschauen, dann machen wir nächsten Sonntag 18 Uhr und dann besprechen wir mal so ein bisschen so Coaching-Strategien und alles andere, was uns einfällt. Und schauen wir mal, ich sehr dabei. Dann habe ich auch ein paar Fragen an dich. Ist das okay? Sensationell. Du kannst mich fragen, was du magst, Sascha. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt heute, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe auch viel gelernt. Mach's gut. Danke. Abend, ciao, ciao. Schönen Gruß zu Hause. Schönen Gruß an deine Familie. Ciao. Richtig aus. Mach ich. Du auch. Servus. Ciao, ciao. Unglaublich interessant. Ich habe es die Woche schon gehabt, das Gespräch mit Jürgen Melzer, Philipp Kohlschreiber, sehr interessant.